Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires, die super spannend wird, garantiert, denn wir haben kein Gold mehr und Gold ist eine Sache, die wir doch brauchen, sonst haben wir nämlich ein Problem. Und wir haben einen Trabanten, frag mich nicht, wo der herkommt, ich weiß nicht, wo ich den aufgegabelt habe, aber er kommt einfach irgendwo her. Ah, ist jetzt aber auch gestorben. Vielleicht habe ich irgendeine geile Forschung, dass die Axtkämpfer, wenn die sterben, nochmal zu irgendwelchen Typen werden. Das wäre natürlich möglich. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, wir brauchen jetzt Karawanen. Und zwar werden die zu diesem Dorfzentrum fahren, laufen, wie auch immer, und uns so viel Gold wie möglich holen. 100 Soldaten Fleisch verkaufen. Da ist irgendwas falsch. Da hat jemand Einheiten mit Soldaten vertauscht. Okay. Machen wir mal so. Ja, läuft. Wir verkaufen mal 100 Soldaten. Hier, Geschwindigkeit von Karawanen erhöht. Und senkt die Kosten auf dem Marktplatz. Machen wir auch. Ja, klar. Das sehe ich so auch. Mhm, ist klar. Ja, gut. Da muss ich mal nichts zu sagen. So, was haben wir hier? Lebenspunkte von Gebäuden besser. Das ist eine gute Sache. Sollten wir dringend tun. Und wir haben jetzt hier schon eine gute Armee. Das sieht sehr gut aus. Wir können ja auch mal mit unserem Sohn des Osiris natürlich mal langziehen. Die Frage ist, wo fahren wir unseren nächsten Angriff? Ziehen wir einfach hier so lang? Und gucken, ob wir hier rüberkommen. Ich meine, wir kommen hier auf jeden Fall lang. Okay. Und wir müssen dann hier diesen Baum irgendwann einfach einnehmen, wa? Also, das Gute mit Karawanen ist halt, wir kriegen eine ganze Menge Gold. 65 ist schon mal eine gute Menge. Das ist eine ganz gute Zahl. So. Und da wird jetzt gleich der Sohn des Osiris kommen. Bam! So sieht das aus, wenn der Sohn des Osiris angreift. Der schleudert da seine krassen Blitze drauf. Und dann ist er aber ganz schnell tot und verderben. Oh ja. So, auf geht's hier, Kollegen. So, und der richtet auch Flächenschaden an. Das heißt, wenn er auf einen Soldaten jetzt zieht, dann kriegen auch die Leute in der Nähe noch Schaden. Was echt ziemlich geil ist. Okay, und es ist auch gut, dass er die hier angreift. Weil die nämlich echt hier richtig heftig drauf sind. Aber es sieht ganz geil aus, wa? So, er darf sich halt nur nicht zu nah an irgendwelche Leute ranwagen. Den sollten wir zurückhalten, weil das Problem mit ihm ist, er kann nicht geheilt werden. Das ist das Problem mit dem Soldaten. Moment, die haben auch einen Sohn des Osiris? Sehe ich das richtig? Nee, das hat sie einfach nur hier so quer durchgeschoben. So, hier, der Typ muss sterben. Oh, hier ist noch ein Elefant, den ich retten kann. Okay. Oh, den kann ich doch nicht mehr retten. Wir werden hier angegriffen. Das gefällt mir nicht. Da sollten wir schnell mal unseren Verteidigungstrupp hinschicken. So. Aber hier sieht es jetzt erstmal ganz geil aus. Das haben wir jetzt erstmal bereinigt, würde ich sagen. So. Dann geht ihr mal bitte hier vorne einfach im Dorfzentrum hingehen. Ja, das einfach mal kaputt machen. So. Hier. Alles platt machen, bitteschön. Und der Sohn des Osiris, er kommt wieder. Irgendwie will der einfach nur abhauen. Okay, das soll er machen. So, wir machen jetzt alles kaputt hier. Wir machen das Ding jetzt einmal kaputt. Und danach ziehen wir weiter. Wir gehen dann voran. Schreiten voran. Hier nochmal ein paar. Ja, nochmal 5 Stück oder so. Oh, da solltet ihr eigentlich nicht unbedingt langlaufen. Habt ihr ein bisschen... Habt ihr euch so gedacht, ne? Dass ihr einfach mal da lang lauft? Naja, gut. Dann nehme ich mal euch drei hier dafür. Ihr solltet das ein bisschen besser hinkriegen können eigentlich.
So. Genau, hier nochmal alles weghauen. Okay. Alles heilen. Alles schön heilen. Hier gibt es sogar noch ein bisschen Gold. Auch nice, nehmen wir alles mit. Und mittlerweile haben wir auch wieder eine ganz gute Menge an Gold. Das ist ganz schön. So, da müssen wir natürlich trotzdem nochmal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Ein paar Soldaten müssen wir ja immer ausbilden. Und wir können natürlich auch gucken. Ja, wir brauchen auch noch weitere Elefanten, ne? Okay. Gut, sieht aber ganz gut aus bislang. So, mit den Karawanen muss man auch immer gucken. Die brauchen mal, die bleiben auch gern mal stehen. Das ist ein bisschen doof. Ah, guck mal hier. Guckt mal, das ist schon wieder das nächste Ding. Was wir auch schon wieder platt machen können. Oh, wow. Es gibt aber ziemlich viel. Ziemlich viel Zeugs hier. Okay, oh, da kommen ja richtig fette Dinger. Okay. Das Ding hier erstmal platt machen. Einen komischen Skorpionmann da. Oh, der lebt immer noch. Okay. Okay, komm mal kurz nochmal hierher. Nochmal kurz aufheilen, bitte. Und danach machen wir dann die Festung da auch platt. Alles zu seiner Zeit. Erstmal alles hier nach und nach platt machen, ne? So soll das laufen. Okay, wir haben jetzt 194 von 196 Leuten gerade. Aber jetzt haben wir das gerade direkt wieder erledigt. Ha, gut. So, wollte ich nicht hier auch direkt nochmal ein bisschen was holen? Ja, komm, ihr geht. Ah, was ist das denn hier? Was waren die denn hier? Moment mal. Was waren die hier? Na, das geht ja wohl gar nicht. Und Tschüsschen! Ihr schaufelt euch euer eigenes Grab, meine Leute, meine Freunde. Das geht ja wohl so gar nicht hier. Alter, das ist ja... Kommen die hier einfach anmarschiert und denken sich, oh, pf, wir machen hier mal kurz einen Prozess. Ne, nicht mit mir. Nicht mit mir, meine Freunde. Wir bauen erstmal hier noch einen weiteren Tempel. Und dann brauchen wir auch hier nochmal eine Festung und vielleicht noch eine Kaserne. Aber fangt mal mit dem Tempel ruhig an. Fangt mal ruhig mit dem Tempel an. Das ist schon okay. So. Jetzt sind wir doch auf einem ganz guten Weg, ne? Vielleicht bringen wir das heute tatsächlich zu einem guten Ende. So, Lebenspunkte, Söldner brauchen wir eigentlich nicht verbessern. Das ist relativ irrelevant hier, was mit denen da abgeht. Die können ich nochmal verbessern. Der ist sowieso eigentlich schon so geil, so schon ziemlich stark drauf. So, ich brauche einen Arbeiter, der hier mal repariert, den Turm. Oh, Turm kann ich auch noch verbessern. Geil, machen wir. Machen wir direkt. Ja, wir haben ganz schön viel Nahrung. An sich kann ich auch hier die Leute von dem Feld oder von dem Feld abziehen. Na. Wir lassen es mal lieber so. So, ihr geht jetzt da drauf. Macht das Ding mal bitte platt. So, jetzt brauchen wir mehr, ja, weitere Gebäude. Mhm, na klar. So. Einfach alles niedermachen hier. Ah, da kommt noch so ein Belagerungsturm. Und ich glaube, wir brauchen unsere Soldaten hier. Okay. So, was haben wir hier? Ein Elefant, der Elefant, den sollten wir zurückziehen. So, du gehst da mal ein bisschen Blitze schleudern. Genau, schleuder mal ein paar Blitze. Elefant, können wir dich noch retten? Nee, den Elefanten konnten wir nicht mehr retten. Alter, der... Also mit dieser Gottheit ist halt schon... Das macht halt schon ein bisschen was aus, ne? Das macht halt schon ein bisschen was aus. Oh, da müssen wir doch nochmal wieder... Hier. Drauf da. Drauf auf die Typen. Oh, hier, auf den hier. Erstmal auf den hier. Und bitteschön. Hau deinen Blitz drauf. Okay. Wir müssen erstmal hier die Türme vielleicht auch kaputt hauen, wa? Die machen ja auch genügend Schaden. Oder ihr geht da nochmal mit drauf. Genau.
Ja, wir machen ja einfach alles so langsam. Ach Mensch, was ist denn hier los? Oh. Oh, was ist das denn noch hier? Oh, was soll das denn? Finde ich nicht gut. Hilfe! Okay. Drauf da. So. Ihr macht jetzt das Ding kaputt. Okay. Und dann geht ihr wieder Gold hacken. Oh, was soll das denn hier? Ey, Moment, Moment. So geht's ja noch nicht. So geht's ja noch nicht. Oh, 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 oh. Der Sohn des Osiris darf nämlich nicht zu viel Schaden kriegen. Okay, zieht euch erstmal zurück hier, bitte. Das ist nicht gut. Okay, der muss erstmal... Die müssen nämlich alle erstmal ein bisschen gerettet werden hier. So, bleibt erstmal hier, bitte. Bleibt erstmal hier, bitte. Okay. Immer hier bleiben. Dankeschön. So, mal kurz ein bisschen Pause hier. Ein bisschen entspannen. Und ein paar Kamelreiter kann ich da auch mit zuhauen. Dann kann ich hier nochmal so Typen hinhauen. Und von hier nochmal ein paar Schwertkämpfer oder so vielleicht. Die wollen es hier echt wissen, wa? Die wollen es echt wissen. Die kommen ja von allen Ecken und Enden kommen sie anmarschiert. Na gut. Aber bislang ist es ganz in Ordnung. Bislang kommen wir hier ganz gut klar. Ja, die sollen hier erstmal abmarschieren. Okay, mach das. Wir müssen halt hier noch ein bisschen weiter voranschreiten. Wir sind jetzt in der Hauptsiedlung von denen. Ich meine, wir müssen eigentlich nur den Baum da fällen. Mehr müssen wir eigentlich nicht, glaube ich. Das war, glaube ich, alles. Ja, okay, die kommen hier nicht weit. Krass, dass die so eine coole goldene Rüstung haben hier, ne? Das finde ich schon ganz geil. So, hier haben sie die Kasernen. Mit denen wollen sie hier natürlich ankommen. Okay. Ja, der ist gleich weg. So. Schauen wir mal, was wir hier noch machen. So, hier haben wir noch ein paar andere Leute. Die ziehen wir natürlich auch noch mit in die Schlacht. Okay, oh, Moment, Moment. Erstmal hier. Erstmal die hier platt machen. Elefanten. Okay. Ja, weg mit den Typen. Müssen alle weg. Und Türme müssen natürlich auch weg. Türme sind natürlich ein riesiges Problem immer. Generell schon. Ich meine, die machen nicht viel Schaden, aber sie machen Schaden. Und das ist nicht so geil, wenn sie Schaden machen. Deswegen sollten wir so schnell wie möglich immer die Türme als erstes weghauen. So, ja, haut den Turm auch nochmal da weg. Okay, hier, bumm. Oh, 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 was kommt da für eine Truppe? Was kommt da für eine Truppe hier? Uiuiui, das ist ein bisschen heftiger. Das ist ein bisschen heftigere Einsatztruppe, die jetzt kommt. Jetzt habe ich keine, jetzt brauche ich hier wieder, jetzt brauche ich neue Priester hier. Ah, verdammt. So, ah, ihr macht das schon, wa? Ja, die machen das ziemlich entspannt hier. So, habe ich nicht hier irgendwo auch noch eine fette Armee oder so? Ja, guck mal hier, was ist das denn? Ich meine, mittlerweile haben die hier eh nicht mehr viel. Können wir jetzt auch eigentlich direkt hierher reiten. Und das hier direkt alles erledigen. So. Der macht hier einfach alleine alles platt. Okay, wir werden hier angegriffen. Ah, hier stehen tatsächlich auch noch Türme. Okay. Das ist also nicht so die beste Idee, da einfach durchzureiten. Weil hier tatsächlich noch ein paar Türme unterwegs sind. Okay, der muss auf jeden Fall auch bald geheilt werden. Und dann können wir uns von hier nochmal so eine Dorfbewohnerin nehmen. Die kümmert sich dann da um das Dorfzentrum. So. Macht mal alles kaputt, wie wenn hier... Ah, das habe ich ja vergessen. Ja. Ja, nicht gut. Natürlich. Natürlich nicht gut. Du bleibst hier. So. Das war natürlich nicht so geschickt, da eine Dorfbewohnerin zu nehmen, die hier eigentlich schon
nur in den blindlings in den Tod rennt. So, aber hier ist, glaube ich, auch erstmal entspannt. Hier ist ja nichts mehr, ne? Ist ja eigentlich nichts los jetzt. So, da kannst du jetzt dahin. Und der Turm ist weg. Gut. Sehr gut. Sehr gut. So läuft das. So. Ja, ich glaube, viel passiert hier nicht mehr. Viel passiert hier nicht mehr. Der Elefant, den müssen wir auf jeden Fall retten. Oh, 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 oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Das hätte ins Auge gehen können. Aber hier, guck mal. Geht da hier mal zu den Gebäuden nochmal hoch. Prostagma. Sehr gut. Ach, der kann ja auch heilen. Ja, heilen kann er. Er wird zwar nicht geheilt, aber er kann heilen. So. Wo sind jetzt die Elefanten hier? Ach, die sind hier oben ja gerade an den Gebäuden noch dran. So, der heilt jetzt einfach hier, ne? Ja, macht das schön. Schön macht er das. So, und jetzt kommen hier noch unsere anderen Elefanten dazu. Und ich glaube, ich kann auch jetzt mal hier... Ich glaube, die ganze Armee kann ich auch nehmen, um hier das ganze Gebiet einfach zu sichern. Das ist ja völlig wurscht. Und dann heißt es nämlich nur noch, sich die Leute hier schnappen. Und hier so ein Ding hinbauen hier. So. Oder soll ich hier einfach bleiben? Ich bleib einfach hier und besichere das. Und sicher das, falls hier wieder irgendwelche Mumien ankommen. Habe ich nicht gesagt, dass hier eigentlich so ein paar... Ach so, ich habe zu wenig... Aha, ich habe zu wenig... Immer noch zu wenig Wohnhausplätze. Ja, Leute, hier, das muss nicht sein. So, du bleibst trotzdem auch immer noch hier, bitte. Heil bitte erstmal den hier. Der hat's nötig. So, aha. Da muss auch gekämpft werden. So. Ja, wir müssen hier kämpfen. Da müssen wir kämpfen. Da sind nämlich diese Skorpionmänner. Die sind ziemlich heftig. Nein, das... Ey, hier geht besser hier drauf. Ja, genau. Das macht ihr unter euch aus da. Ihr macht das unter euch irgendwie schon aus, ne? Macht ihr gut. So. Was ist jetzt hier los? Einen Wall. Die wollen da einen Wall bauen. Warum? Verstehe ich das richtig? Die wollen da einen Wall bauen. Und das ist das falsche, der falsche Baum. Hier, den Baum müsst ihr weghauen. So. Und dann nehmen wir nämlich die ganze Meute mit dazu. Okay. Und der kümmert sich darum. So, und du konntest einfach mal hier hingehen. So, was hier noch los? Boah, wird ein bisschen gekloppt. Ah, da kommen Soldaten. Die kommen ja alle raus. Na, das ist doch schön. Dann machen wir mal direkt die Kaserne kaputt. Yeah, hey. So, wir wollen ja noch in dieser Folge diese Mission schaffen, oder? Wollen wir das? Kriegen wir es hin? Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht, ob wir das schaffen. Aber es ist möglich, denke ich. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal alles hier erledigt. So, und der Baum wird jetzt auch schon ziemlich niedergerungen. Ja, ich glaube, wenn jetzt dann noch die anderen Arbeiter mit dazukommen, dann sollte das relativ schnell gehen. Ich grab auch hier noch ein paar Arbeiter, die kann ich auch noch mit dazu ziehen. So, geht ihr auch noch mithelfen. Dann haben wir da wirklich mehr als genügend Leute, glaube ich. Dann haben wir da, denke ich, eine ganz gute Sache. So, hier arbeiten kriegen sie leider nur Gold schneller, ne? Ja. So, das mit den mythischen Einheiten, das habe ich auch ein bisschen verkackt. Okay, das... das haben die Typen ja einfach erledigt. Okay. War gar keine große Arbeit. Naja, okay. Auch gut. Guckt mal, ob wir hier unten noch was haben. Nur ein paar Wohnhäuser. Mehr nicht. Ja, wir haben tatsächlich die ganze Siedlung einfach zerlegt von denen. War mir jetzt relativ egal. Und von daher, ja, machen wir die halt einfach so schnell kaputt. So, der Baum brennt bereits. Es sind 20 Minuten rum, aber mein Gott,
Ich hab's letztes Mal auch ein bisschen übertrieben. Oh, hier waren ein paar Krokodile, die wollten wohl ein bisschen Ärger. Ich hab's letztes Mal auch übertrieben mit einer halben Stunde. Von daher, mein Gott, kann ich auch hier ein bisschen mehr überziehen. So, komm mal hierher. Karawane, ne? Haben wir jetzt als Problem. Kann der eigentlich auch ein... Ah, der kann auch einen Markt verbessern. Oh, und hier ist auch nochmal Gold. Und hier sind Giraffen. Ja, die Giraffen töte ich nicht. Sowas mache ich ja nicht. So, der Turm ist gleich weg. Und tschüss. Nein, zwei Lebenspunkte noch. Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich hier dann das gesamte Gebiet. Haben wir das hier echt alles aufgeräumt. Sehr gut, gefällt mir. Ach, das ist doch schön. Das ist doch schön. Und hier der geile Held hier, der Sohn des Osiris. Er hat nicht viel Schaden gekriegt, er hat einfach 60 Angriff. Das ist einfach mega abartig. Der Typ ist einfach... Das ist einfach krank. So, und das Ding ist gleich abgerissen. Sieht auch cool aus, wie die alle mit der Axt da so drauf wimmern. Bum, 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 bum. Wir werden angegriffen, bitte. Was? Hä? Wo kommen die denn her hier? Okay. Oh. Okay, der Kopf des Osiris war fett im Baum. Wir gehen ins Kampagnenmenü und beenden dann hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.